Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem nunmehr schon, oh, jetzt habe ich es übersehen, sechste Gespräch, netzpolitische Gespräch, das wir gemeinsam mit der Grünen Bildungswerkstatt veranstalten. Wir haben schon eine Reihe von Themen abgehandelt und eine Institution schwebte immer eigentlich über fast jede Diskussion und das ist die Europäische Union. Es ist tatsächlich, und daher halte ich den Titel Netzpolitik Europas neue Gurken, dass die Grüne Bildungswerkstatt so ein bisschen augenzwinkernd verwendet hat, durchaus für einen richtigen Titel. Es gibt wohl kaum ein politischer Zweig oder ein politisches Thema, wo nationale Themen, gesamtgesellschaftliche Themen, aber auch die europäische Politik so stark miteinander verwoben sind, wie in der Agrarpolitik und in der Netzpolitik. Wenn ich mich erinnere, ich bin vor etwa 2 Jahren netzpolitischer Sprecher der Grünen geworden und damals ging gleich das erste große Thema los, das war ACTA. ACTA war ja auch das, was dann schlussendlich das Europaparlament verhindert hat. Und hier war schon relativ klar, dass auf österreichischer Ebene im Grunde wenig anzurichten ist, sondern dass das eine gesamteuropäische Frage ist. Aber auch dadurch entstand eine zivilgesellschaftliche Prozess, der in ganz Europa stattfand. Und daher ist wahrscheinlich dieses Thema auch gerade in Richtung Wahl zum Europäischen Parlament, das ja im Mai stattfinden wird, auch von entscheidender Bedeutung. Ich begrüße mal alle, die heute hier diskutieren. Ihr seht sie jetzt noch nicht, ich sehe sie. Aus Brüssel ist Eva Lichtenberger zugeschaltet, dann nachher per Skype. Wenn wir dann umstecken, wird das Winken auch für euch sichtbar sein. Momentan sitzt nur ich. Aber ihr hört sie schon. Hallo Eva. Hallo. Guten Abend. Dann rechts von mir sitzt Silvio Heinze. Silvio Heinze ist von den jungen europäischen Grünen und hat dann auch dankenswerterweise einen Impuls vorbereitet, den wir uns jetzt gleich auch anhören und anschauen werden. Und ganz rechts außen kann man dir nicht schwer sagen, aber heute stimmt's ausnahmsweise, sitzt Michel Raimond, Kandidat zum Europäischen Parlament, derzeit noch Landtagsabgeordneter in Burgenland, auf dem Listenplatz 2 für die Europawahl. Hallo. Lieber Silvio, dann würde ich als einfach mal vorschlagen, jetzt hören wir uns mal deine tolle Präsentation an. Also ob sie toll ist, werden wir nachher wissen, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Danke, Marco. Ich möchte mal so ein bisschen die europäische netzpolitische Ebene irgendwie euch vorstellen. Und zwar so aus der Sicht eines Aktivisten, der so ein bisschen so zwischen den ganzen NGOs und der Partei hängt. Und zwar möchte ich erstmal die Frage stellen, und zwar wir haben ja quasi die europäische Ebene, ist so ein bisschen anders. Und da möchte ich erstmal die Frage stellen, wer hat denn überhaupt die Macht in Europa? Weil das gerade bei der europäischen Politik dann irgendwie ganz spannend ist, irgendwie, wie viel Macht hat denn quasi, ja, irgendwie ist das vielleicht so ein bisschen Macht, was die Europäische Kommission hat, wir haben hier quasi den Barroso davon, oder ist es quasi so der Europäische Rat, der doch ein bisschen mehr Macht hat, oder ist es dann vielleicht irgendwie Angela Merkel, die dann vielleicht irgendwie so viel Macht hat, oder ist es gar vielleicht dann doch das Europäische Parlament, wir haben hier quasi Martin Schulz, der dann doch als einzig demokratisch gewähltes irgendwie Organ, irgendwie direkt gewählt, sehr viel Macht haben sollte. Und das ist, glaube ich, so eine ganz spannende Frage. Spannend wird es dann auch noch, weil das sind nicht die einzigsten Akteure, mit denen wir es da zu tun haben. Wir haben dann quasi da noch weitere. Ja? Wir haben dann irgendwie sowas wie Google, Facebook. Wir haben irgendwie NGOs, wie zum Beispiel hier ETRI, also European Digital Rights. Oder halt einfach Aktivistinnen. Ich habe jetzt einfach mal so ganz den Andreas Griff so als Vorbild genommen für europäische Netzaktivistinnen. Und ich glaube, die Frage ist, irgendwie alle haben da Macht. So. Und die Frage ist jetzt halt irgendwie, wie nutzen sie das irgendwie und wie arbeiten sie irgendwie da zusammen in der ganzen Geschichte. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, bei, wenn wir jetzt auf der europäischen Ebene sind, es sind immer so die Zusammenarbeit und die auch wechselt. Wir haben hier quasi, es gibt ja keine Regierung. Das heißt, wir haben ja so die Europäische Kommission, die hat zum Beispiel
dafür zuständig ist, einfach Vorschläge zu erarbeiten, die also quasi das Vorschlagsrecht hat auch und die halt auch so ein klein wenig in diese Exekutive irgendwie als Exekutivorgan so ein bisschen gedacht ist. Aber es ist halt keine Regierung. Das heißt aber auch fürs Europäische Parlament dann, dass wir irgendwie noch einen anderen großen Akteur haben, quasi den Europäischen Rat. Quasi das sind die einzelnen Regierungen da, die Vertreter. Und das macht es dann halt irgendwie auch spannend, wenn wir jetzt dann quasi das Europäische Parlament haben, also ein Schaubild, die dann sagen, okay, in welchen Relationen steht das zueinander? Und irgendwie, wie können wir dann quasi irgendwie auch vielleicht als einzelne Aktivistin oder Politikerinnen irgendwie damit arbeiten? Wie schaut denn das überhaupt aus? Ja, also wir können jetzt sagen, okay, wir haben jetzt quasi Grünen, aber wie schaut denn das aus mit den anderen? Das ist so, dass die gerade so das aktuelle Europäische Parlament mit den einzelnen Fraktionen. Das heißt, irgendwie, wenn man gewählt wird, schließen sich dann verschiedene, weil wir wählen ja national, quasi nationale Parteien dann irgendwie zusammen zu den Fraktionen. Deswegen sieht das ein bisschen anders aus. Und das Spannende ist aber, dass es halt dadurch, dass es halt keine Regierung gibt, gibt es quasi auch keine so festen Blöcke. Das heißt, irgendwie, wenn wir jetzt quasi über bestimmte Politikfelder sprechen, geht es halt darum, Mehrheiten natürlich zu sammeln. Und das geht halt dann irgendwie teilweise auch über die Fraktionsgrenzen hinweg. Das heißt, wir haben auch keinen Clubzwang, der uns teilweise hindert. Und das macht es halt irgendwie so ganz spannend. Ganz spannend macht es halt auch, weil das Europäische Parlament relativ transparent ist. Und ist quasi auch die Abstimmungsergebnisse irgendwie alle relativ frei erhältlich sind. Da haben zum Beispiel jetzt irgendwie eine französische Aktivistentruppe hab quasi so diese Website gemacht, wo einfach dargestellt wird, welche wichtigen netzpolitischen Entscheidungen getroffen wurden und wie die Abstimmungen gelaufen sind. Das können wir uns zum Beispiel mal anschauen. Hier, wir haben ja die Eva Lichtenberger gerade da und das heißt quasi, das ist ihr Profil und dann wird quasi irgendwie auch aufgeschlüsselt, ganz einfach, wie sie abgestimmt hat bei verschiedensten wichtigen netzpolitischen Geschehnissen. Das ist insofern interessant, als dass wir quasi dann auch unsere direkt gewählten Abgeordneten dann überprüfen können. Ja? Haben sie denn wirklich, stimmen sie wirklich so ab, was sie sagen, oder sagen sie das eine und tun dann das andere im Parlament? Und deswegen kann ich nur sagen, für alle österreichischen Abgeordneten, überprüft mal, für was sie gestimmt haben. Ich glaube, das ist auch dann quasi als Wahlempfehlung sehr gut zu sehen. Das gilt natürlich auch für unsere gerade beiden irgendwie Grünen, die Ulrike Lunacek und die Eva Lichtenberger. Eva könnt ihr dann später ja selber fragen hier. Aber auch sonst, glaube ich, ist das Europäische Parlament irgendwie sehr transparent und da kann man sich genau mal anschauen, wie sie denn wirklich irgendwie agiert haben. Das ist nur mal kurz, wenn wir jetzt über die Grünen reden. Das sind so die Länder, wo viele grüne Abgeordnete sind. Und wo sie halt irgendwie auch relativ stark sind. Und stark war quasi auch ein großes Thema, ACTA. Und wenn man jetzt quasi jetzt sich die Themen anschaut, war das irgendwie das, wo man auch gezeigt hat, was ich am Anfang gesagt habe, diese verschiedensten Akteure, wie die zusammenarbeiten. Weil das Europäische Parlament hätte wahrscheinlich nie so abstimmen können gegen ACTA, wenn nicht die Zivilgesellschaft gewesen wäre. Also die Zivilgesellschaft, die sich halt jetzt quasi ganz über Europa verteilt engagiert hat und auf der Straße stand mit den Demonstrationen. Und das, also ganz wichtig kann man da zum Beispiel irgendwie Polen auch sehen, dass dann irgendwie auch viele polnische konservative Abgeordnete auch gegen ACTA gestimmt haben, weil einfach die Zivilgesellschaft so stark war in dem Land. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie deswegen sehr spannend, diese Zusammenarbeit zwischen den einzelnen politischen Akteuren irgendwie auf europäischer Ebene, die wir quasi dann auch, wenn es darum geht, uns als Aktivistinnen im Hinterkopf halten sollten. Die zweite große Sache, irgendwie hat er maßgeblich beeinflusst, das ist Jan-Philipp Albrecht, das ist ein grüner MEP aus Deutschland. Er ist irgendwie Innen- und Justizpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament und er war quasi maßgeblich als Rapporteur dafür, für die EU-Datenschutzreform, die jetzt die letzten Jahre lang, die immer noch nicht durch ist, aber hatte die beeinflusst und versucht mit irgendwie zu gestalten.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil es zeigt, warum brauchen wir überhaupt eine neue Datenschutzreform? Also ein großes netzpolitisches Thema. Ein sehr gutes Schaubild ist das. Das ist der irische Datenschutzbeauftragte oder besser sein Büro. Also rechts, das links ist ein Supermarkt. Und er ist quasi für alle EuropäerInnen dazu zuständig, die einen Facebook-Account haben und Datenschutzprobleme haben. Das heißt, er ist der Ansprechpartner für jeglichen Datenschutzdinge in Europa, für EU-Facebook-Nutzerinnen. Das heißt, das zeigt, dass die bestehende Regelung von 1995 nicht mehr ganz aktuell ist und es natürlich notwendig gemacht hatte, dass es jetzt da was Neues gibt. Das quasi diese Initiative wurde dann auch die größte Lobbyaktion, die es jeweils gab in Brüssel. Am Ende gab es knapp 4000 Änderungsanträge dafür. Und um das einfach mal irgendwie auch zu visualisieren, irgendwie allein in den Monaten 2012, also in 9 Monaten, hat quasi Jan-Philipp Albrecht über 170 Lobby-Meetings mit Lobbyistinnen machen müssen. Und das zeigt halt quasi auch irgendwie, wie viele damit irgendwie interagieren in diesem Ganzen auf der europäischen Ebene. Spannend ist das Ganze auch, weil wir dann auch wieder sehen, wie, ich hatte schon gesagt, das Europäische Parlament ist sehr transparent und da gibt es quasi auch weitere Webseiten und Projekte, die das alles mal irgendwie visualisieren. Ein sehr schönes Projekt zur EU-Datenschutzreform ist das Projekt Lobbyplug. Und wie ihr da sehen könnt, wurde überprüft einfach mit irgendwie Textvergleichen, welche Politikerinnen haben in den ganzen 4000 Änderungsanträgen denn von Lobbyisten abgeschrieben. Und wie lässt sich das bewerten? Das heißt, irgendwie das Gute ist, durch diese Transparenz lässt es auch für uns einfache Bürgerinnen möglich machen, die Sachen zu bewerten, die da passieren. Und wir sehen da halt auch ganz einfach, also da wurde auch mal visualisiert, was sind denn die Top 10 Politikerinnen, die halt quasi die schlechtesten Sachen für Datenschutz, für Bürgerinnen irgendwie sind oder auch die 10 Besten, die das eingereicht haben, die Änderungen. Und ich kann einfach nur auch wieder jedem empfehlen, da mal drauf zu schauen. Es ist einfach sehr interessant, sich dieses ganze Verhalten mal anzuschauen und auch zu schauen, irgendwie wäre es denn sehr empfänglich für gerade irgendwie industriebasierte Änderungsvorschläge und Lobbyvorhaben. Wie heißt die Domain genau? Das ist lobbyplug.eu. Plug. Lobbyplug.eu. Das ist, also wie man es da oben links in der Ecke schlecht sieht. Aber wir können schicken das dann auch noch aus. Auf jeden Fall, das ist ein sehr gutes Beispiel. Und wenn man dann jetzt mal schaut, wie das, was dann rausgekommen ist, ist dann ja auch, also dieser ganze Konsultationsprozess hat 2009 begonnen. Jetzt letztes Jahr im Oktober hat dann das Europäische Parlament dann endgültig abgestimmt. Das heißt, also so ein ganzer Prozess dauert schon sehr, sehr lange. Das dauert auch eigentlich fast so eine ganze Periode des Parlaments. Und das zeigt aber auch, dass es halt teilweise sehr, sehr schwer ist, quasi das in so einer Periode dann umzusetzen. Es ist auch sehr schwer, weil wir jetzt gerade dabei sind, das Parlament hat sich geeinigt mit dem Problem, dass es jetzt noch quasi bestätigt werden muss von dem Europäischen Rat, also von den Regierungen. Wo wir jetzt wieder das Problem sehen, selbst wenn nach ewig vielen Verhandlungen und Jahren das Parlament sich geeinigt hat, mehrheitlich abgestimmt, müssen sich noch einigen mit den Regierungen der nationalen Länder. Das heißt, es ist nicht bloß die Wahlen zum Europäischen Parlament sehr wichtig für europäische Netzpolitik, sondern auch die Nationalratswahlen letztes Jahr waren auch sehr wichtig, weil sie ein wichtiger Akteur quasi sind in dem Ganzen. Momentan schaut es so aus, sehr relativ schlecht, dass es jetzt noch irgendwie abgestimmt wird vor den Wahlen, weil irgendwie mehrere Regierungen, also gerade auch die Deutschen, einfach das Ganze einfach mit sinnlosen Fragen immer mehr in die Länge ziehen und es dadurch ja, verhindern wollen oder zumindest irgendwie verschieben wollen.
Das ist halt irgendwie sehr schade und diese Sachen passieren dann halt auch. Interessant ist dann quasi auch noch so eine andere Sache, wo dann vielleicht Michel Raimund dann später was sagen kann, als Schaubild das berühmte Chlorhuhn über das transatlantische Freihandelsabkommen, das ja in den letzten Tagen irgendwie sehr stark visualisiert wurde dadurch, wo es halt auch darum geht, dass durch andere Abkommen und andere internationale Verträge dann vielleicht doch noch Datenschutz oder Konsumentinnenschutz beeinträchtigt wird. Das heißt, es ist relativ komplex, diese ganzen Geschichten. Und man muss halt irgendwie aufpassen, dass es halt, wenn man vielleicht auf der einen Seite gewinnt, dass dann aber auf der anderen Seite durch irgendwie wieder eine andere Sache wieder zunichte gemacht wird. Und wenn man auch mal gerade so diese ganzen Datenschutzsache sieht, es spielt halt nicht bloß in einem Feld. Ja, wir haben jetzt quasi jetzt hier irgendwie auch die grüne Abgeordnete Ska Keller, wo es halt auch darum geht, dass jetzt quasi von Migrantinnen und Asylbewerberinnen die Fingerabdrücke genommen wurden. Ja, und irgendwie großen Datenbanken irgendwie von der Polizei, von Frontex aufgebaut wurden. Und das natürlich sehr bedenklich ist, vor allem auch in der Richtung, dass jetzt gerade diese Polizeidatenbanken, wie man auch in den letzten Tagen in den Medien gesehen hat, das neue Ziel von Hackern und Hackerinnen irgendwie geworden sind. Und wir jetzt natürlich auch noch dieses ewige Gespenst der Vorratsdatenspeicherung haben, wo jetzt auch erst im Dezember der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs irgendwie gesagt hat, dass die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung irgendwie gegen europäische Grundrechte verstoße. Das heißt, relativ komplex und irgendwie viele Themen. Als drittes großes Thema möchte ich noch irgendwie euch Input geben, die Netzneutralität. Da werden wir wahrscheinlich später definitiv drüber diskutieren. Und an der Netzneutralität möchte ich euch mal zeigen, wie denn das so passiert innerhalb des Europäischen Parlaments. Das heißt, wir haben im Parlament natürlich verschiedenste Ausschüsse, weil sich das Parlament als Ganzes ja doch relativ schwer sonst einigen könnte. Und morgen wird zum Beispiel abgestimmt in zwei Ausschüssen, in dem Kultur und Bildung, das ist der links oben, und dann in dem Justizausschuss. Und dann sieht man halt auch, dass es halt quasi die Abstimmung in verschiedensten Ausschüssen dann wieder zu dem federführenden Ausschuss gehen, der jetzt irgendwie momentan bei der Netzneutralität bei ITRE ist. Und dann halt ins Plenum zurückgeht. Worum geht es da vielleicht noch kurz bei der Netzneutralität? Es geht halt irgendwie darum, dass halt einfach dass die Daten im Internet unterschiedlich behandelt werden und um vor allem auch neue Einnahmequelle für Internet-Service-Provider zu generieren. Und ich glaube auch, wir haben ja eh jetzt hier im Publikum einen Spezialisten sitzen, der bestimmt später dann noch mehr dazu sagen kann. Auch gerade zu diesem Thema Specialized Services. Wie gesagt, wir haben verschiedenste Ausschüsse, wo auch jeweils dann die Abstimmungen sind. Dann geht das quasi dann in das Parlament, wenn halt der Report von dem federführenden Ausschuss ist. Das heißt, man sieht, es ist relativ komplex und wenn man halt auch Einfluss nehmen möchte, auch als zivilgesellschaftliche Organisation, muss das halt quasi über mehrere Ausschüsse passieren. Das andere aktuelle sind gerade Urheberrechte, und zwar die Europäische Kommission hat eine Konsultation gerade laufen bis Anfang Februar, wo es halt gerade darum geht, um eine Reform des Urheberrechts möglich zu machen. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, wenn irgendwie möglichst viele individuelle Bürgerinnen und Bürger daran teilnehmen, um einfach zu zeigen, es ist wichtig, es sind nicht nur Industrieinteressen, sondern auch einfache Bürgerinnen und Bürger finden das sehr wichtig, dass es reformiert wird. Und damit wären wir auch schon am Ende mit dem Input. Und ich hoffe jetzt auf eine spannende Diskussion. Ja, vielen Dank.